Im Ring kennt man sie als Killer Queen. Doch außerhalb des Gyms würde sie sicher niemand so nennen. Susie Kentikian. Hübsch, zierlich, mit gewinnendem Lächeln. Und Ex-Weltmeisterin im Profiboxen. Am 1. Dezember will sie sich ihren Titel zurückholen. Im Kampf gegen die US-Amerikanerin Karina Moreno. Eine gute Gegnerin, eine absolute Herausforderung. Die hat schon wirklich gegen viele namhafte Boxerinnen gekämpft. Ist Ex-Weltmeisterin, also ich glaube, da muss ich nicht viel sagen. Sie ist auch eine von den Wunschgegnerinnen, die ich hatte. Und ja, passt schon. Nach ihrer Punktniederlage im Mai gegen Melissa McMurrow verlor Kentikian ihre WBO- und WIBF-Titel. Den WBA-Titel gab sie direkt freiwillig mit ab. Sie fand es ungerecht, ihn zu behalten. Ganz vergessen ist die Niederlage gegen McMurrow jedoch noch nicht. Ja, es kommt ab und zu schon hoch, aber ich habe das schon verarbeitet, weil ich konzentriere mich jetzt natürlich auf jetzt den 1. Dezember, weil das ist noch wichtiger und die Gegnerin ist auch noch viel stärker, meiner Meinung nach. Das heißt, ich muss eine zehnfache Leistung bringen. Der Fight gegen Moreno ist für Kentikian auch das Comeback ins Rampenlicht. Für ihren neuen Promoter Felix Sturm ist es eine Premiere. Die 25-Jährige glaubt an den Erfolg der Zusammenarbeit. Ich bin sehr, sehr glücklich. Ich bin mit der Arbeit sehr zufrieden von Sturmbox Promotion. Ich bin mit meinem Team sehr zufrieden. Die sind einfach alle für mich da und ich kann mich auf die verlassen. Ich bin ein Herzensmensch und in dieser Sache erwarte ich auch, dass man auch so mit mir ist und das passt schon richtig gut. Wir harmonieren echt gut zusammen. Susie Kentikian, ein Herzensmensch. Karina Moreno wird davon am Samstag nicht viel merken, denn im Ring erwartet sie nur noch die Killer Queen.